Hallo und herzlich willkommen bei diesem Video mit uns, Aljoscha und Gordon von Vegan ist ungesund. Und in dieser Videoreihe soll es darum gehen, wie ihr eine gesündere Ernährung in euer Life einbauen könnt. Wir wollen explizit betonen, dass diese Inhalte natürlich nur von uns stammen und das sind unsere Meinungen. Die Barmer möchte lediglich so ein bisschen Offenheit für andere Themen zeigen. Die Inhalte und Empfehlungen kommen allerdings ausschließlich von uns. Es ist aber so, dass die Barmer auch eine Ernährungsberatung bietet. Insofern ist das auch jetzt hier für euch und so geklärt. Und aber das Ding ist, wir machen natürlich jetzt nicht alles irgendwie so aus der Hüfte oder so, ne? Die Sachen sind natürlich studienbasiert, die wir auch einblenden werden. Lass uns gar nicht so lange darüber reden, wer wir überhaupt sind, wobei vielleicht sollte man noch erwähnen, dass du Arzt bist. Vielleicht ist vielleicht jetzt nicht komplett irrelevant und dass ich einfach ein Mensch bin, der sehr, sehr viel weiß. Ich glaube, das sollte im Grunde genommen genug sein, um dieses Video zu starten. Thema 1, Narzissmus. Wir geben euch nämlich in diesem Video eine Einführung in das Thema gesunde Ernährung. Und Präventivmaßnahmen. Was sind Präventivmaßnahmen? Das bedeutet, wie kann ich Erkrankungen verhindern? Das heißt, das Entstehen von Erkrankungen überhaupt erst verhindern. Und gesunde Ernährung ist ein sehr dehnbarer Begriff. Jeder Mensch hat wahrscheinlich eine andere Vorstellung von dem, was gesunde Ernährung ist. Was sagt aber also die Wissenschaft? Du hast natürlich recht, ne? Gesunde Ernährung, das kann viel bedeuten, aber man kann es ja trotzdem irgendwie runterbrechen. Was? Was ist jetzt die perfekte gesunde Ernährung, Aljoscha? Das ist natürlich eine sehr zugespitzte Frage, das ist mit Absicht so, aber ganz grob kann man erstmal sagen, es gibt keine gesunden oder ungesunden Lebensmittel, sondern nur gesunde oder ungesunde Ernährung. Am Ende ist das Gesamte, was man quasi zu sich nimmt, entscheidend. Und dabei kann man auch wieder grob, ich sage das jetzt gerade sehr oft, aber grob sagen, 75% der Kalorien sollten dabei aus pflanzlichen Lebensmitteln stammen. Dabei gilt, vollwertig pflanzlich bedeutet keine hochverarbeiteten Lebensmittel, keine raffinierten Produkte, kein raffinierter industrieller Zucker und Auszugsmehle. Jetzt bedeutet das natürlich im Umkehrschluss für die meisten da draußen, das heißt ja 25% der Lebensmittel, die dann noch dazukommen, sind ja 75%, können tierischen Ursprungs sein. Aber, das möchte ich ja nochmal betonen, wir machen ja den Kanal Vegan ist ungesund und wir können es euch so sagen, es geht auch 100%. Richtig. Das, was wir gerade gesagt haben, sagt die DGE, also die Deutsche Gesellschaft für Ernährung. Dabei muss ich jetzt nochmal betonen, dass die DGE eine der kritischeren Gesellschaften, was vegane Ernährung angeht, ist. Dennoch, wenn man zwischen den Zeilen liest, kann man ganz klar sehen, dass die vegane Ernährung, wenn gut geplant, auch sehr viele Vorteile bieten kann. Und darüber wollen wir heute mit euch sprechen. Genau, denn es ist ja erstmal so, sämtliche Makro- und Mikronährstoffe kommen ursprünglich aus Pflanzen. Ist es korrekt? Das ist korrekt. Sehr gut. Außer? Vitamin B12 wird ursprünglich von Mikroorganismen hergestellt. Das stimmt, Gordon. Und Vitamin D3 ist auch nochmal ein Thema. Wir gehen auf beides im Laufe dieser Videoreihe ein. Wird mit Hilfe der Sonne gebildet. Richtig. Wenn ich das Video gucke, würde mich interessieren, ja, bla bla bla. Habt ihr nicht irgendwie so ein paar Tipps für mich? Vielleicht sogar 5 Tipps für mich, wie ich meine Ernährung optimieren kann. Als hätten wir uns Gedanken gemacht. Also es gibt eine Regel, bei der man sagen kann, diese 5 Lebensmittel, wenn ihr die jeden Tag versucht, in irgendeiner Form in unterschiedlichen Mengen in euren Alltag mit einzubauen, dann ist das schon mal ein ganz guter, grober Leitfaden für euch, dass ihr viele gesunde Lebensmittel in den Alltag aus verschiedenen Bereichen eingebaut habt. Frisches Obst, Gemüse, Hülsenfrüchte, Vollkorngetreide und am Ende Nüsse und Samen. In der Reihenfolge. So, jetzt sagt ihr euch, okay, ich verstehe, was ihr sagt, aber ich stelle mir immer noch die Frage, warum ist denn das Thema eigentlich so wichtig, gesunde Ernährung? Also ich meine, ist das jetzt wirklich so wichtig? Also, ist das jetzt wichtig? Gesunde Ernährung ist unglaublich wichtig. Die Nummer 1 Todesursache weltweit sind Herz-Kreislauf-Erkrankungen. Das sind Erkrankungen des Herz-Kreislauf-Systems, wie der Name schon sagt, die vor allem auch vermeidbar sind. Viel über Ernährung und Lifestyle, sodass eine gut geplante gesunde Ernährung da sehr vorbeugend wirken kann. Auch bestimmte Krebsarten lassen sich durch eine gesunde Ernährung deutlich reduzieren. Natürlich bedeutet das nicht, dass andere Faktoren nicht auch eine Rolle spielen. Das ist immer wichtig. Dennoch ist es so, dass Ernährung den Mammutteil davon ausmacht. Denn letztlich ist es so, 3-mal am Tag nehmen wir etwas zu uns und das, was wir zu uns nehmen, wird am Ende auch zu dem, was wir sind. Denn du bist, was du isst, ist nicht einfach nur ein blöder Spruch. Es ist ja einfach auch die Wahrheit. Denn die Zellen, die wir im Körper haben, regenerieren sich aus dem, was wir zu uns nehmen. So ist es. Ihr müsst am Ende natürlich auch für die entsprechende Bewegung sorgen und auch andere Faktoren, wie zum Beispiel der Konsum von Alkohol oder Rauchen, haben natürlich auch Auswirkungen auf euer Leben. Negative. Ja. Das soll es jetzt erstmal gewesen sein für einen easy, schnellen, leichten Einstieg in das Thema, was ist eigentlich gesunde Ernährung und was bedeutet es für euch? Ist es wichtig? Ist es relevant? Warum überhaupt? Was ist eure Meinung dazu? Was sind eure Erfahrungen damit? Wie schätzt ihr euch selber ein? Wie steht ihr zum Thema vegane Ernährung? Warum stelle ich so viele Fragen? Schreibt einfach eure Antworten auf all diese Fragen in die Kommentare. Lasst uns wissen, wie euch diese Reise gefällt, denn wir sind doch erst am Anfang. Es wird noch viel, viel besser.